Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Also, ich bin hier wieder auf dem Weg in den Schlosspark. Mülleimer abhole. Der LKW weiß auch schon gleich, wo wir sind hier. Und ja, die hatte ich ja letzte Woche gestellt, nee, am Freitag glaube. Und jetzt sind die fertig. Jetzt habe ich wieder einen Achter dabei. Dann lade ich mir die ein und nehme die dann mit. Jo, so ist der Plan. Gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Ob wir überhaupt da hinkommen, wo wir hinwollen. Aber eigentlich schon. Ah. Eigentlich sollte da vorne jetzt die Mülleimer stehen. Naja, gut. Muss ich mal suchen. Weil da hatte ich es abgeladen. Da hatte ich auch mit dem zuständigen Mann da geklärt, dass die da auch wieder stehen. Aber wir werden es weiß. Fahr mal die Mülleimer holen, haben sie gesagt. Es liegen noch ein paar Sekte bei, haben sie gesagt. Oh ja. So sieht's aus. Jetzt nicht die Welt. Aber manchmal ist schon cool, was Leute als ein paar Säcke definieren. Jo. Also da haben wir mal den Klimbatsch hier ein. Und ja. Nehme ich das mal ein bisschen mit. So, schon sind wir fertig. Also, einmal abgedeckt. Vorne liegt alles voll lose Müll. Hinten stehen die Tonne. So. Geladen und gesichert. Abfahrt. So, und da wir ja jetzt bald Feierabend haben, ist jetzt schnell nochmal Absetzer fahren. Da war ein 7er drauf, den mache ich jetzt gerade runter, beziehungsweise ist ohne. Und jetzt sind noch zwei 7er abzuholen. Das holen, ja, zweimal hole. Und dann haben wir es schon geschafft. Zack, dann ist der Montag schon so gut wie rum. So, fahren wir jetzt mal hin. Zack, Niveau. Und ja. Gucken wir mal, was uns da so erwartet. So, jetzt haben wir schon den 11. Juni. Ich habe jetzt gerade hier angehängt. Im Anhänger haben wir einen 40er, im Auto einen 8er. Wenn jetzt auf einer Baustelle gebraucht. Und zwar habe ich so rumgemacht, weil der 8er, der lädt sich halt nicht so gut auf der Anhänger. Und ja, sind ja beide leer. Man kann auch so fahren. Andersrum wäre es schöner, aber boah, geht auch so. Wie gesagt, sind beide leer und da lädt sich das auf dem Anhänger besser mit dem 40er. Bis der 8er da abgeknickt ist und hin und her und tralala, und dann muss ich diese Binockeldinger da wieder reinstecken, dass der nicht so weit vorläuft. Und dann machen wir das einfach so. Machen wir die große hin, die kleine vorne, und ist das gut. So. Mautgerät habe ich umgestellt. Also, fahren wir mal los. Donnerstag, der 13. Juli. Bin jetzt hier gerade wieder am Anhänger. Zweimal Grünschnitt. Mal drücken wir einmal hier. Ja. Besser ist aber, wenn man da hinfällt, wo man hindrückt. Wenn der jetzt Luft genug gehabt hätte, wäre er von allein rauskommen. So. Da ist noch ein Zug, kriegen wir gleich. Haben wir hier mal das Gerödel dran. Erst den, dann den. Das ist ABS, das ist Strom.
Weil wenn man ABS reinsteckt, dann klackert das immer so wie eben hier. Da hinten sitzt die Box, da wo die ganze Leitungen dran gehen. Und ja. So. Was ist denn hier noch? Was habe ich jetzt, die Handschuhe mitgenommen? Doch, dreckige Finger. Naja, egal. Also, dann Grünschnitt. Und dann weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Ach, Marktgerät hatte ich schon umgestellt. Jo, würde ich sagen, bis später. So, Grünschnitt ist gefahren. Jetzt habe ich gerade einen 13er gestellt und jetzt bin ich schon beim nächsten Kunde, und zwar hier den 13er mit A4 Holz. Den decken wir jetzt mal ab, und zwar nehme ich den dann mit in die Firma, kippe den aus und fahre den wieder hier zurück. Lara halt jetzt so auf dem Weg. Ich halt jetzt von der Firma ausgekommen wäre, hätte ich einen leeren 13er mitgebracht, hätte mir gewechselt, aber manchmal ist es so. Ja, wie gesagt, mache ich den leer, stelle den wieder zurück. Und vielleicht fahren wir zwischendurch sogar nach Blärschlamm. Je nachdem, wie viel Uhr es dann ist oder wird. Entweder jetzt hier zwischendurch oder nachdem. Ist wieder Blärschlammzeit. So. Einmal von der Waage runter. Und der Niki ist wieder da. Ja, da können wir hingehen, mal schwätze halt. Weil jetzt erstmal Mittag. Haben wir jetzt 11:45. Fahre ich erstmal hier an die Seile. Und dann machen wir erstmal Mittag. So sieht's aus. Hier mit dem Actros. So, Klärschlamm ist gekippt. Hier vorne links ist dem Niki sein Anhänger, und der Niki hat ein Nummernschild am Anhänger, fährt Leipzig, vorne steht meine. Der steht da, und der hat, wie soll so einer sein, Leipzig Nummernschild. Jo. Der Leipziger läuft hier und der Gießener läuft in Leipzig. So ist das. Also jetzt noch einmal auf die Waage, dass wir wissen, wie viel Klärschlamm abgekippt haben. Dann kommt der wieder zurück und dann fahre ich den A4-Holzcontainer wieder zurück. Den hatte ich jetzt mal kurz zwischendurch abgesetzt, weil ja, muss erst Klärschlamm gefahren werden. Jo, so viel dazu. Freitag, 14. Juni. Jetzt wieder hier an der Waldecke, und zwar da oben, da an dem Garten. Da steht die 362. Das ist der 8er mit Erde, wo ich da letztens schon mal hingefahren war, aber war zu nass. Und ja, angeblich wäre es jetzt trocken. Probieren wir jetzt nochmal, wie weit wir kommen. Beziehungsweise vielleicht klappt es ja. So. Also einmal hier rückwärts hoch. Naja, wie das letzte Mal. Und dann probiere ich mal mein Glück. So, hat funktioniert. Hat ja auch mal nicht geregnet. Und fast nicht so viel. Muss ich mir nochmal ein bisschen offen machen noch. Also jetzt war es befahrbar. Hier hängt noch so ein Brocke. Zack. Ah ja. Der Rahmen geht. Also Tor zu und Abfahrt. So, Freitagmittag. Fahren wir jetzt hier 10:50.
gerade letzte Container Erde gekippt. Da liegt er. Ja, den stelle ich jetzt hier wieder in die Reihe. Und dann sind wir soweit durch. Weil mein Zettel hier an der Seite, da oben der, ist abgefahren. Oh, so. Ja, den machen wir runter, dass am Montag das Auto leer ist, weil Montag muss ich gleich wieder 25 abholen. Und denke ich mal, das Video wird jetzt nicht so lang. Ein bisschen kürzer. Bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video am Montag, Dienstag, je nachdem, wenn ich anfange zu filmen. Also, in diesem Sinne. Boah, geht raus. Bis zum nächsten Mal, Hoido.